sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Mit einem riesig großen Weizen-, Möhren- und Kartoffelnfeld. Also für unsere Nahrung ist auf jeden Fall gesorgt. Hey hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft Paradise. Ja, ich bin mal wieder alleine, weil es relativ früh ist und ich heute frei habe. Und ja, deshalb habe ich mir überlegt, nehme ich schon mal eine Folge auf. Entschuldigung, wie gesagt, es ist noch sehr früh. Ich höre mich, glaube ich, noch ein bisschen verpennt an. Aber ich dachte mir, ich habe gerade Bock, eine Folge aufzunehmen. Und vor allem habe ich Bock, euch mal die Stadt zu zeigen. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, musste ich leider ja mehr oder weniger verwerfen. Also ich glaube nicht, dass ich die wirklich hochladen kann, einfach weil ich zusammen aufgenommen habe mit... ja, später ist Captain Lucky halt auch noch dazu gestoßen, aber in erster Linie Tobi, von der da hinten wohnt, und ein neues Mitglied unserer Runde, nämlich der liebe Xeltaras LP, der euch vielleicht, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, auch schon bekannt vorkommen sollte, aus meinem In Eternal Let's Play, der gute Ramon. Ja, und ich habe mit den beiden halt aufgenommen und der Ton ist aber leider ein bisschen blöd. Ich habe halt vorher nicht drauf geachtet, ob man die beiden gut hören kann. Und dementsprechend hört man sie halt fast gar nicht. Und ja, ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich die Folge irgendwie noch verwerten, aber ich glaube es eher nicht. Und ja, wie ihr vielleicht seht, hat sich einiges getan. Auch an meinem kleinen Häuschen hat sich einiges verändert. Und ich werde euch jetzt einfach mal in dieser Folge, werde ich mir die Zeit nehmen, euch alles sehr detailliert zu zeigen und euch mal genau zu erklären, was jetzt hier wo passiert ist. Ich fange am besten mit meinem kleinen Häuschen mal an. Ich habe vorhin eine Fackel abgeschlagen, als ich gegen einen Zombie gekämpft habe. Ich werde jetzt erstmal meine Fackel wieder hinsetzen. So. Die zweite Tür ist nicht von mir, die ist sogar gesichert, was eigentlich ein Regelverstoß ist, aber ja, muss man mal gucken. War eigentlich auch nur ein Spaß, also wenn er die nachher wieder wegmacht, ist kein Ding. Die ist von Tobi. Und ja, hier wohnt der Hundetüter. Da gibt es eine sehr interessante Story zu. Und zwar, ich hatte einen Hund. Ich hatte eigentlich schon mehrere Hunde, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Und wenn der Hund einem gehört, dann und man dann von jemandem oder etwas angegriffen wird, dann geht der Hund halt direkt auf dieses Etwas oder diesen jemand los. Und ja, Captain Lucky hat mich dann halt einmal angehittet und war, selbst wenn es halt nur mit der Faust ist, geht der Hund halt auf denjenigen los und lässt dann auch nicht mehr locker, bis derjenige halt tot ist. Und ich wusste halt nicht, dass ich das unterbinden kann, indem ich den Hund einfach hinsetze. Deswegen habe ich halt den Hund getötet, um Captain Lucky zu retten sozusagen und dafür zu sorgen, dass er nicht, dass er halt nicht stirbt wegen meinem Hund. Und ja, seitdem bin ich halt der Hundetöter. Aber ist egal. Ja, diesen wunderschönen Teppich habe ich von Tobi bekommen. Den hat er mir spendiert. Hat er auch selbst verlegt. Hat er wunderschön gemacht. Ich bin sehr stolz auf ihn. Und vorher hatte ich hier vor meinem Haus rosa Teppich. Weil ich bin ja das Mädchen hier. Und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr hübsch. Und wie ihr vielleicht seht, ich habe jetzt auch einen Dachboden. Das wird so mein kleines ja, Behelfslager, sage ich mal. Es wird auf jeden Fall noch größer und ich glaube, hier werde ich auch nicht unbedingt mein Lager draus machen, sondern mein Lager wird vielleicht später irgendwann in den Keller kommen. Hier habe ich einen kleinen Balkon gebaut, den ich ein bisschen mit den Bäumen hier integriert habe. Sieht zwar nicht so schön aus, aber passt schon. Hier werde ich dann auf jeden Fall auch noch, das ist direkt über meinem Feld, da werde ich dann mit Sicherheit auch noch, muss mal kurz auf die Zeit achten, ja, passt. Da werde ich dann mit Sicherheit auch noch ein bisschen was anbauen und wie gesagt, das Häuschen wird hier auch noch ein bisschen größer. Alles schön. So, hier habe ich einen Notenblock hingesetzt. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann daraus eine Türklingel machen kann. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber schauen wir mal. Hier unten entsteht mein kleines geheimes Chemielabor. Sehr geheim, wenn hier jeder einfach runtergehen kann, fällt mir gerade ein. Und mittlerweile weiß sowieso jeder davon. Hier unten züchte ich dann meine... ja, Tränke und meine verzauberten Pilze. Das ist meine kleine Hexenküche hier unten. Hier habe ich schon so meine ganzen Zutaten gesammelt. Ich habe auch schon eine Glitzermelone gemacht. Ja, in der Hölle war ich mittlerweile auch schon mal. Tobi hat schon ein Höllentor. Das ist ja der Trank, den ich von der Hexe bekommen habe. So, meinen Braustand habe ich schon. Hier habe ich meine kleine unendliche Wasserquelle, weil die brauche ich ja auch immer für die, also für die Glasflaschen, um mir die aufzufüllen. Hier habe ich ein Kesselchen, mein Hexenkessel. Ja,
Wie gesagt, hieraus wird dann mein kleines Chemielabor. Dann versorge ich immer alle mit Tränken. Was das ist, vergesst das einfach. Das war ein Versuch, hat nicht funktioniert. Und ja, hier wollte ich eigentlich erstmal meinen Verzauberungstisch irgendwie hin platzieren. Weil oben habe ich halt auch einen Verzauberungstisch mittlerweile. Und Tobi hat halt mittlerweile alles. Er hat ein Höllentor, er hat einen Verzauberungstisch und er hat einfach alles. Das Problem ist, dass man ja in die anderen Häuser nicht reinkommt. Deswegen würde ich mir das ganz gerne selber alles besorgen. Hallo Creeper. Stirb Creeper. So, so viel zu meinem kleinen Häuschen. Hier haben wir ja noch mein Feld. Ich habe mittlerweile, also in erster Linie pflanze ich hier Kartoffeln und Weizen. Weizen auch vor allem, weil man daraus ja so Heuballen machen kann. Und die fände ich ganz cool, auch hier, um eventuell mir irgendwann so einen Stall zu bauen oder halt auch um ein Dach ein bisschen schöner zu machen. So, Melonen, da habe ich mir eine kleine Melone von Tobi gemopst. Hallo, Creep. Autsch. So, wie gesagt, ich pflanze ja hauptsächlich Kartoffeln, weil ich habe halt auch es mit Karotten versucht, aber das Problem ist, Karotten kann man halt nicht weiterverarbeiten und die geben halt nur so wenig Hunger zurück und deswegen fand ich das Ganze ein bisschen nervig. So, hier, das mit der Parkbank, das habe ich auch in der letzten Folge, die ich mit den beiden Jungs aufgenommen habe, erklärt, aber wie gesagt, ich kann die, glaube ich, nicht verwerten, deswegen erkläre ich es jetzt einfach nochmal. Das ist unsere kleine Parkbank. Und wenn man da mit der freien Hand draufklickt, mit Rechtsklick, dann kann man sich da draufsetzen. Und dann kann man hier chillen. Ja. Wie ihr vielleicht auch auf meiner Facebook-Seite schon gesehen habt, ich habe hier mit Captain Lucky schon draufgesessen und habe gechillt. Ne? Das war ganz cool. Ja, und ich habe da einfach aus Lust an der Freude, habe ich hier das Schild daneben gesetzt, das ist eine Parkbank. Um zu erklären, dass das eine Parkbank ist, was ja eigentlich unnötig ist, weil ja jeder sieht, was das ist. So, und Captain Lucky, der Witzbold, hat dann einfach darüber gesetzt, das ist eine Lüge. Demnach haben wir jetzt eine Parkbank, die keine Parkbank ist. Ja. Und irgendwie, wenn man sich hinsetzt, dann schießt man immer Pfeile aus seinem Hintern. Ich habe keine Ahnung, warum. So, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Hier sind mittlerweile überall Wege entstanden. Das finde ich wundervoll. Das ist ganz klasse. Und zwar zu fast jedem Haus. Kel'Taras hat da hinten noch seins angefangen. Da muss dann noch im besten Fall eine Brücke hin. Ich kann euch gleich mal zeigen, wo das ist. So, hier haben wir jetzt das Haus von, ich glaube, Elmo. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr bei ihm mal vorbeischauen möchtet. Ich weiß nicht, ob er schon Folgen aufgenommen hat. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Aber ja, wie gesagt, das ist so. Sein kleines Häuschen sieht auch sehr cool aus, finde ich. Und dann stackseln wir mal weiter. Hier hinten ist mittlerweile etwas sehr, sehr Großes entstanden, und zwar eine Mühle. Sieht sehr, sehr geil aus, finde ich. Mit einem riesig großen Weizen-, Möhren- und Kartoffelnfeld. Also für unsere Nahrung ist auf jeden Fall gesorgt. Und jeder darf sich hier bedienen, wenn er es danach auch wieder hinpflanzt. Also nicht einfach alles wegmachen und nicht wieder hinpflanzen. Das geht natürlich nicht. Logischerweise. So, hier kann man auch hochgehen. Das ist auch wieder eine ganz lustige Sache. Jetzt watschelt man hier hoch, macht sich die Mühe, nur um zu lesen. Hier ist nichts. So, und als Rache für die Parkbank habe ich dann hier jetzt einfach drüber gesetzt, Lüge, es gibt Luft. So, Punkt. Es gibt nicht nichts. Wenn es Luft gibt, gibt es nicht nichts. So. Ah, wird schon wieder dunkel. Mein Gott, ich habe doch vorhin erst geschlafen. Da hinten entsteht Xeltaras kleines Domizil. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir setzen dann da irgendwie noch eine Brücke drüber oder so. Weil ich finde das einfach mega nervig, entweder hier außen rum gehen zu müssen oder halt durch den See schwimmen zu müssen. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, gut. Aber er hat sich das da hinten halt ausgesucht. Ich finde das auch ganz cool, das ist ja nicht schlecht. Und dann muss man halt gucken, dass man da vielleicht irgendwann irgendwie noch eine Brücke hinsetzt. Ich habe ja jetzt auch, also bald Urlaub. Dann habe ich auf jeden Fall jede Menge Zeit. Zum Aufnehmen auch und zum Bauen, zum Helfen. Ich will ja auch in meinem Häuschen noch einiges tun. So, dann gehen wir jetzt mal in diese Richtung, denn hier geht es jetzt weiter. Das hier ist mittlerweile das ausgebaute Domizil von Captain Lucky. Ich weiß nicht, ob ich hier reinkomme. Ich möchte mich aber auch ungern irgendwie durch. Ne, ich komme nicht rein. Ich möchte mich aber auch ungern irgendwie durch die Wand bauen oder so. Das finde ich immer ein bisschen scheiße.
Weil wenn jemand seine Türen sichert, heißt das einfach, dass er niemanden in seinem Haus haben möchte. Auf jeden Fall hat er sich jetzt, ich glaube, das kann man aber durch die Tür auch sehen, ich habe Hunger, stelle ich gerade fest. Er hat vor allem an seiner Inneneinrichtung ein bisschen was gearbeitet und natürlich an der Außeneinrichtung auch, wie man sieht. Aber man sieht auch durch die Tür schön, er hat sich einen Kamin gebaut. Das finde ich sehr schön. Ich habe ihm übrigens eine Feng Shui-Pflanze dahingestellt. Weil wir hatten irgendwie darüber gesprochen, dass wir schlechtes Karma verbreiten oder so. Irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir darauf kamen. Aber da meinte er, er bräuchte ganz dringend eine Feng Shui-Pflanze, damit das Ganze nicht überhand nimmt und er ne, sein gutes Karma wieder aufbauen kann. Hoppala. So. Hier wohnt 10 Mu 2 Sig 75 und er, ja, der kleine Bacon King, ist unten mit Original Bacon, glaube ich, auch in der Videobeschreibung zu finden. Also, wenn ihr möchtet, gerne vorbeischauen. Er hat leider nicht alles aufgenommen, wie er das hier gebaut hat. Ich finde das richtig, richtig genial. Sieht auch von innen sehr, sehr cool aus. Hat 3 Etagen mittlerweile. Und ja, wie gesagt, es ist halt alles gesichert. Ich komme halt auch nicht drüber oder dran vorbei, weil es halt so gebaut, das geht nicht und so. Hier hat er eine kleine Spendentruhe. Oh Gott, das ist so bescheuert. Ja, was spende ich ihm denn mal? Ich würde ihm gerne mal was spenden, wovon er auch was hat. Ich nehme mal den ganzen Crap hier raus, den verbrenne ich gleich mal. Das lasse ich mal drin. Ich gebe ihm Kürbisse. So. Bitteschön, hat er jetzt Kürbisse. Da hinten ist auch noch ein kleines Häuschen. Hier müsste man eventuell auch noch eine Brücke drüber bauen, aber über die Lilypads kommt man ja eigentlich ganz gut hier rüber im Moment. Wer hier wohnt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Hier ist auch kein Schild dabei und hier ist auch leider noch nicht sehr viel passiert, aber hier wohnt auf jeden Fall auch jemand. Ich werde euch gleich noch eine ganz, ganz coole Neuerung von unserem Server hier zeigen. Ja, die 2 Kühe, die man leider nicht paaren kann, weil die eine hier immer die eine Ecke hängt. Ist blöd. Da hinten ist ja der Spawn. So, wenn man jetzt hier um Captain Luckys kleines Häuschen herumgeht, kommt man hier noch zu Robins Haus. Oder Desperion, wie auch immer. Habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gezeigt. Hier hat sich auch so ein bisschen was getan. Ich finde, der Boden sieht ziemlich cool aus. Man merkt auf jeden Fall, dass er sich sehr viel Mühe gegeben hat. Und ja, hier ist jetzt, das wird jetzt natürlich auch alles noch ein bisschen größer. Ich habe nur die Vermutung, dass er hier, oder? Passt das? Jetzt hat er 2 Betten, cool. Obwohl, nee. Also wenn Captain Lucky in die Richtung nicht weiterbaut, dann werden die sich hier auch nicht in die Quere kommen. Ich denke, das könnte klappen. Ich habe erfahren, dass es auf dieser Map hier keine Höhlen gibt. Also selbst wenn man den Keller Gott weiß, wie weit runterbaut, man kann niemals in einer Höhle landen. So. Da habe ich euch jetzt dann tatsächlich auch erstmal alle Neuerungen dieser Stadt gezeigt. Also ich finde, es nimmt langsam wirklich Gestalt an. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich freue mich auch schon wahnsinnig darauf, wenn ich endlich mal ein bisschen mehr mit den Jungs aufnehmen kann. Das war gestern schon extrem lustig. Das Problem ist, dass die lustigsten Sachen immer dann passieren, wenn man gerade nicht aufnimmt. Das ist ein bisschen schade, aber ja gut, können wir halt nicht ändern. So, ich pflanze noch einmal kurz hier mein Feld. Ich war gestern, als ich die Aufnahme gemacht habe, auch nicht sehr produktiv. Also es ist nichts passiert, wo ich jetzt sagen würde, das hättet ihr unbedingt mitbekommen müssen. Ich habe allerdings zwischendrin so ein bisschen, ja, ich sag mal, heimlich aufgenommen. Ich guck mal, ob ich das eventuell noch hier hinterpacke. Und ja, ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt hochladen darf, weil, wie gesagt, es ist halt heimlich aufgenommen. Keiner hat mitbekommen, dass ich aufgenommen habe und ja, wenn dann nachher einer irgendwas dagegen hat, dass ich das hochlade, ist halt blöd. Aber ich guck mal, vielleicht packe ich es hier hinter. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, ich meine. Ich suche auch nur die Stellen raus, wo jetzt nicht über schlimme Themen geredet wurde oder so, keine Ahnung. Wir haben an sich sowieso keine schlimmen Themen. Aber es war halt einfach mega lustig. Und so, einmal schnell das Feld neu anpflanzen hier. Ja, mit 6 Weizenkörnern komme ich hier nicht so weit. Halt, falsche Seite. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da habe ich meine 64. So, die Kürbisse und die Melonen muss man ja nicht nachpflanzen. So, muss ich mal gucken. Ich würde mir ganz gerne auch noch ein Höllentor machen. Also wie gesagt,
Ja, Höllentor. Was heißt Höllentor? Eigentlich, wenn es so mittelalterlich ist, dürfte man eigentlich kein Höllentor haben, weil so Kirche und verpönt und Hexenwerk, keine Ahnung. Aber wenn man es ganz mittelalterlich halten würde, dürfte man die ganzen Vorzüge von Minecraft gar nicht ausnutzen. Das ist ja langweilig. Also ich habe mir schon eine Diamantspitzhacke gemacht. Ich habe ja auch, wie ihr oben an der Kiste vielleicht gesehen habt, schon ein paar Diamanten gefunden. Ich habe jede Menge Bögen. Habe jetzt einen Verzauberungstisch, den ich gerne unten hinsetzen würde, aber natürlich erst, wenn ich genug Bücherregale habe, die ich da hinsetzen kann. Und ja, damit fange ich dann vielleicht auch irgendwann an. Hier, 8 Diamanten habe ich mittlerweile. Habe natürlich 2 schon benutzt, um mir den Verzauberungstisch zu machen und 3, um mir die Spitzhacke zu machen. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Jetzt habe ich hier. Aua! Ey, ey, was geht denn hier ab? Hallo? Ja, macht euch gegenseitig fertig. Ist geil. Wie zum Henker kommen die hier hin? Ach, hier raus. Scheiße. Okay, ich muss das wieder zubauen. Ich muss das dringend wieder zubauen. Oder ausleuchten. Ich leuchte es einfach aus. Das geht auch. Also was es hiermit auf sich hat, ich wollte versuchen, ich wusste nicht, dass es nicht funktioniert, sich eine unendliche Lavaquelle zu machen. Ja, wenn man Lava halt aus so einem See rausholt, dann ist es ja grundsätzlich so, dass die Lava einfach verschwindet und dass die dann nicht neu nachfließt, wie es jetzt bei Wasser ist. Okay, meine Zeit ist aber leider auch schon wieder vorbei. Das heißt, ich müsste gleich die Folge dann auch schon beenden. Ich gucke nur mal, dass ich... ja, also normalerweise würde ich hier dann den Verzauberungstisch hinpacken und würde hier drumherum dann halt die Bücherregale packen. Ist halt nur blöd, weil ich die Wand jetzt hier einen zu früh, einen zu weit vorne hingesetzt habe. Das muss ich dann noch ändern. Das heißt, ich muss die Wand hier wegmachen und muss die dann noch einen weiter nach hinten versetzen. Ja, das werde ich dann nachher auf jeden Fall noch machen. Und wie gesagt, ich guck mal, ob ich hier so ein paar Szenen aus den anderen, aus den heimlich aufgenommenen Sachen hier dahinter packe. Wenn es irgendwen stört, kann ich das auch gerne nach. Also ich habe das Video auch noch einmal ohne diese Szenen. Ich kann das dann auch gerne wieder löschen und kann halt das Video ohne die Szenen hochladen. Aber nur, ne? Ist ja vielleicht auch mal ganz lustig mitzubekommen, was die Jungs sagen, wenn sie glauben, dass keiner aufnimmt. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt die Stadt bisher. Mir gefällt sie auf jeden Fall sehr gut. Und ich hoffe, dass sich noch ein paar Leute finden, die hier mitmachen möchten. Also, mittlerweile sind wir, glaube ich, schon 7 oder 8 Leute und es hat halt noch nicht jeder gebaut, weil noch nicht jeder direkt auf dem Server war. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir mehr werden und wenn dann wirklich auch immer jemand auf dem Server ist, weil dann wird es solche Folgen mit ich nehme alleine auf auch wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!